Die Champions League ist der größte Vereinswettbewerb überhaupt. Doch was passiert, wenn sich statt den besten Vereinen aus jeder Liga immer die schlechtesten qualifizieren? Wer gewinnt dann? Aber wie funktioniert das jetzt genau? Servus oder so? Ich erklär's euch mal eben. Insgesamt gibt es 18 erste europäische Ligen in EFC. Für die habe ich mir die 5-Jahres-Wertung angeschaut und dann allen, die mehr als einen Champions-League-Platz haben, einen abgezogen. Die Bundesliga zum Beispiel hat ursprünglich ja 4. Bedeutet, in diesem Video qualifizieren sich die letzten 3, der 16., 17. und 18. Dänemark dagegen hat nur einen Platz. Hier qualifiziert sich also nur der Tabellenletzte für die Champions League. Damit landen wir dann insgesamt bei 29 Vereinen. Insgesamt brauchen wir natürlich 32. Die restlichen 3 nehmen wir also aus den europäischen Vereinen im Rest der Welt. Dafür spielen wir auch nachher nochmal ein extra Turnier, wo sich am Ende logischerweise die schlechtesten 3 qualifizieren. Und damit haben wir unsere 32 Vereine in der schlechtesten Champions League aller Zeiten. Das wird richtig lustig. Unsere eigene Gruppenauslosung machen wir natürlich auch noch. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht zu liken. Ich habe ein sehr ähnliches Video bei ZAFC gesehen. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da habe ich richtig Bock drauf bekommen, das mal selbst auszuprobieren. Und damit starten wir gleich in die Simulation. Ich selbst habe jetzt mal Inter Miami übernommen, weil die halt nicht aus Europa sind. Heißt, ich nehme keinen Einfluss auf die Ligen dort. Ja, nee, Kommando zurück. Die Saison startet ja hier schon im Februar. Dann wird es halt ein Verein aus Australien. Das Sommertransferfenster deaktiviere ich natürlich, damit die Teams alle so bleiben, wie sie im Real Life sind. Und damit jetzt aber let's go. Ich bin schon mega gespannt, wer sich alles qualifiziert. Und deshalb juckt es mich jetzt auch gar nicht, was wir irgendwie mit Melbourne City erreicht haben. Wir gehen direkt rüber hier in den anderen Ligenbereich. Und da fängt es, glaube ich, an mit Argentinien, genau. Die sind aber natürlich uninteressant für uns. Die erste Liga, die eine Rolle spielt, ist die belgische. Die bekommen einen Platz in unserer Champions League. Der Tabellenletzte qualifiziert sich und das ist Kaas Eupen mit 17 Punkten gerade mal. Also die sind wirklich richtig abgeschlagen da. Boah, und jetzt als nächstes ist schon Deutschland dran. Die Bundesliga. Und es kommen natürlich die Teams rein, die hier eigentlich abgestiegen sind. Und es geht los mit dem ersten FC Köln. Dann kommt der SV Darmstadt und wahrscheinlich noch Heidenheim. Nee, der VfL Bochum. Also wirklich eine interessante Auswahl aus deutschen Vereinen. Dänemark hat einen Spot. Und das ist dann... Die haben nur 12 Vereine in der Liga. Und letzter wird Viborg FF. Die haben ein einziges Spiel gewonnen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie viele Sterne die Ingame haben werden. Boah, die Premier League. Das sind selbst die schlechtesten Vereine halt eigentlich immer noch richtig gut. Und dementsprechend werden das höchstwahrscheinlich die Favoriten sein in unserer Champions League. Aber das heißt nicht, dass am Ende ein englischer Verein gewinnen wird. Mit dabei sind Crystal Palace, Bournemouth und Sheffield United. Erstaunlicherweise einfach nicht Luton Town. Mit denen hatte ich zu 100% gerechnet. Die Franzosen bekommen auch 3 Spots, weil die ja normalerweise 4 Champions League Plätze hätten. Auf irgendwie so Qualifikationsplätze und so habe ich jetzt nicht geschaut. Das hätte es nur noch komplizierter gemacht. Ja, mit dabei sind Le Havre, Clermont Foot und der FC Metz. Die nächste Top-Liga, die Serie A, wartet. Auch hier wieder 3 Teams aus der Liga. Genua, Empoli und Cagliari Calcio. Die niederländische Liga, Eredivisie, war tatsächlich die einzige Liga in dieser 5-Jahres-Wertung, die 3 Plätze hat. Das heißt, wir nehmen hier auch wieder einen weg, runter auf 2. Und damit sind am Start in der Champions League Heracles Almelo und Fortuna Sittard. Ich kenne da wahrscheinlich keinen einzigen Spieler. Und jetzt kommen noch viele kleinere Ligen. Los geht's mit der norwegischen, die haben einen Platz. Alesunds FK, mickrige 4 Punkte. Und ja, ich weiß, hier ist die Saison jetzt noch nicht zu Ende gespielt, weil die wieder ein bisschen anderes System haben. Aber das missachten wir jetzt einfach mal. Und gehen weiter nach Polen. Da sind 34 Spieltage durch. Und letzter wird Ruch Czorzow oder so. Die haben einfach 15 Punkte Abstand zum Vorletzten. Aber wir wollen ja schlechte Vereine hier drin haben. Auch aus Portugal, da kommt ein Verein rein und das ist GD Chaves. 9 Punkte Rückstand. In Irland ist es deutlich knapper, aber die haben ja immer die schlechtesten Vereine so ziemlich im Game. Also Shelburne wird wahrscheinlich komplett reinscheißen. Selbst wenn sie in ihrer Gruppe Polytechnica Lasi haben. Niemals habe ich den Namen auch nur ansatzweise richtig gesagt. Aber das ist ja auch das Geile. Solche Vereine würde man niemals in der Champions League sehen. Und vor allem auch nicht, dass die gegeneinander spielen. Schottland hat einen Spot. Dundee FC. Eigentlich ein ganz cooler Name. Schweden. Da ist letzter nach 9 Spieltagen Degerfors IF.
aus der Schweiz. Jetzt jetzt wieder besonders interessant für viele meiner Zuschauer. Auf dem letzten Platz Yverdon Sport FC. Meldet euch mal unbedingt, wenn irgendeiner von euch Fan von dem Verein ist. Die letzte Top-Liga ist die spanische. Da kommen drei Vereine mit rein und das ist dann Cadiz, Rayo Vallecano und Granada. Zwei Ligen bleiben noch. Einer davon ist die Türkei. Fenerbahce gewinnt da die Liga, aber wer wird letzter? Letzter wird Istanbulspor. Die spielen jetzt einfach Champions League. Und jetzt die letzte Liga. Es ist natürlich nicht die MLS, sondern die österreichische Fußball-Bundesliga. Und da ist mit dabei, weil letzter in der Liga, der TSV Hartberg. Und hier so sieht deren Stadion aus. Und die spielen jetzt einfach Champions League. Damit fehlen jetzt nur noch die drei Vereine aus dem Rest der Welt. Und dafür müssen wir, wie angekündigt, ein eigenes Turnier erstellen. Aber es kommen natürlich nur die europäischen Vereine rein. Das sind dann insgesamt 13 Vereine, von denen ich jetzt einfach den besten steuern werde. AEK Athen, die haben 4 Sterne. Die werden es sowieso nicht reinschaffen, die sind zu gut. Und so starten wir dieses Qualifikationsturnier, bei dem jeder zweimal gegen jeden spielt. Also eine ganz normale Tabelle. Also ich muss jetzt mal eben 24 Spiele schnell simulieren. Das Turnier ist zu Ende und ich habe noch kein einziges Mal wirklich auf die Tabelle geschaut. Also klar, ich habe die oberen Plätze hier gesehen. Damit wisst ihr schon mal, wer nicht dabei ist in der Champions League. Zum Beispiel AEK Athen. Die wurden Erster. Ich habe gesagt, drei Vereine kommen rein. Also der 11., 12. und 13. Und das sind PAOK Helsinki und Schachtyor Donetsk. Die spielen auch im Real Life Champions League. Wie zur Hölle waren die hier bitte so schlecht? Aber das ist schon cool, auch jetzt einfach solche Vereine mal mit drin zu haben. Und die sind ja fast sowas wie ein Favorit. Und damit willkommen zur großen Gruppenauslosung. Und es gilt nur eine Regel. Es können nicht zwei Vereine aus einem Land in eine Gruppe. Ansonsten geht aber alles. Und als erstes trifft das Glücksrad auf Dundee FC. Die ersetzen damit in Gruppe A den FC Bayern. Aber das geht jetzt irgendwie nicht, weil schon schottische Vereine mit drin sind. Heißt, ich muss jetzt erstmal Celtic rausnehmen, als Platzhalter Dynamo Zagreb reinpacken. So, und jetzt funktioniert's. Also ich werde da teilweise ein bisschen tüfteln müssen, aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Als nächstes kommt in Gruppe A Heracles Almelo. Dazu kommen noch Donetsk und den Verein, den ich nicht aussprechen kann. Und damit steht die erste Gruppe. Kommen wir direkt zur Gruppe B. Da haben wir Crystal Palace, PAOK, Clermont und Kars Eupen. Damit steht Gruppe B. In Gruppe C haben wir Viborg, Chaves, Darmstadt und den TSV Hartberg. Also auch die Gruppe sieht so crazy aus. Aber das wird bei Gruppe D nicht anders sein. Mit Sheffield, Cadiz, Le Havre und als viertes Istanbulspor. 4 Gruppen bleiben noch und damit insgesamt 16 Vereine. Und Gruppe E startet mit Cagliari Calcio. Dazu kommt Rayo Vallecano. Außerdem Yverdon Sport und Genua. Aber das geht jetzt nicht, weil es ist ja schon Cagliari aus Italien drin. Also nehmen wir den ersten FC Köln. Gruppe F. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Gesamtansicht. Jetzt erstmal auslosen. Zu Bournemouth kommt Helsinki. Außerdem Shelburne und Empoli. Boah, Shelburne wird so untergehen da mit dem halben Stern, den die gerade mal haben. Die letzten zwei Gruppen. Gruppe G mit Granada, dem VfL Bochum, FC Metz und Fortuna Sittard. Ja, aber es war klar, dass sowas irgendwann passiert. Ich kann jetzt Metz leider nicht mehr hinzufügen. Scheinbar dürfen nicht mehr als zwei französische Vereine dabei sein. Jetzt wollte ich aus der Bundesliga-Tabelle von vorhin den SC Freiburg mit reinnehmen, aber es geht natürlich auch nicht, weil Bochum schon mit drin ist. Dann nehme ich den 10. aus dem Rest der Welt-Turnier Apoel mit rein. Und jetzt bei Gruppe H könnte es ja nochmal richtig kompliziert werden. Aber die Vereine sind klar. Genua, Alesund, Chorzow und Degerfors. Ich lose da jetzt nur noch die Reihenfolge aus. Nee, aber das hat tatsächlich funktioniert. Und wir sind bei der Reihenfolge hier gelandet. Also jetzt nochmal. Was sind das bitte für komplett verrückte Champions League-Gruppen? Jetzt würde ich sagen, gebt ihr mal Tipps ab. Wer gewinnt dieses Turnier? Ich habe kurz überlegt, ob ich an denjenigen, der es richtig errät, einfach ihr FC verlose. Aber das Problem ist, ihr schaut dann einfach das Video bis zum Ende und schreibt es dann erst rein. Von daher muss ich das leider sein lassen. Jetzt muss ich selbst natürlich noch einen Verein übernehmen. Und tatsächlich muss ich eigentlich alle Vereine übernehmen. Denn das große Finale am Ende werden wir uns gemeinsam anschauen. Das heißt, es kommt jetzt einiges an Simulationsarbeit auf mich zu. Wir sehen uns am Ende der Gruppenphase wieder, würde ich sagen. Ich habe sogar ausgerechnet, insgesamt 96 Simulationen später
ist die Gruppenphase beendet. Wir können halt jetzt auch mal Spieler glänzen, die eigentlich gar nicht so bekannt sind. Asano ist Top-Torjäger zusammen mit Sikan. Dann kommt Tyson, Marty, Solanki, Kainz von Köln. Ja, und so ganz allgemein. Vorhin ging es darum, möglichst schlecht zu sein. Jetzt muss man natürlich wieder richtig gut spielen. Und das hat Donetsk getan. Die haben kein Spiel verloren. Werden Gruppenerster. Danach kommt Herakles Almelo, die es auch noch eine Runde weiter schaffen. Also Dandy und Polytenica scheiden aus. In Gruppe B haben wir PAOK auf der 1. Crystal Palace ist gerade so weitergekommen. Clermont Foot muss sich also leider verabschieden, genauso wie Kars Eupen mit einem einzigen Punkt. Also es gibt schon auch immer Vereine, die nochmal extra rausstechen, indem wie schlecht sie sind. Darmstadt kommt weiter, der TSV Hartberg kommt weiter. In Gruppe D verabschieden sich Istanbulspor und Le Havre. Gruppe E, Köln kommt weiter, zusammen mit Rayo Vallecano. Iverdon Sport und Cagliari sind leider raus, genauso wie Helsinki und Shelburne, dafür Empoli und Bournemouth. Im Achtelfinale in Gruppe G, Bochum und Granada weiter. Gruppe H, Ruch-Czorzow und Genua weiter. Ruch-Czorzow einfach Erster. Und daraus ergibt sich jetzt dieses wunderschöne Champions League Achtelfinale. Mit Hartberg gegen Bochum, Sheffield gegen Czorzow, Heracles gegen PAOK, Granada gegen Bournemouth, Empoli, Cadiz, Vallecano, Donetsk, Genua, Köln und Crystal Palace gegen Darmstadt. Eieiei, also ich hoffe wirklich, dass viele von euch vorher getippt haben, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Tipps jetzt schon rausgeflogen sind. Hinspiel Hartberg gegen Bochum. Bochum ist natürlich Kapitän, aber es gibt ein Unentschieden. Und ich bin mir schon auch sicher, dass wir Überraschungen sehen werden. Mal schauen, vielleicht ja bei Sheffield gegen Czorzów Unentschieden. Also der polnische Verein ist echt gar nicht so schlecht. Und deshalb wurde da einfach Letzter wurden. PAOK 2:2 gegen Almelo. Kann jetzt mal bitte nicht jedes Spiel unentschieden ausgehen? Granada, Bournemouth, keiner gewinnt. Jetzt endlich. Cadiz schlägt Empoli mit 2:0. War aber natürlich auch erst das Hinspiel. Dann wieder ein Unentschieden. Zwei Hinspiele bleiben jetzt noch. Das Spiel Köln gegen Genua 2:2. Und Palace schlägt Darmstadt mit 4:3. Okay, damit fallen jetzt die Entscheidungen. Und zwar eigentlich komplett, weil die Hinspiele sind ja fast alle unentschieden ausgegangen. PAOK kommt weiter. Steht damit im Viertelfinale. Genauso wie Bournemouth. Der VfL Bochum. Asano schon wieder mit 2 Toren. Und Sheffield United. Czorzów ist jetzt leider ausgeschieden. Trotzdem sehr, sehr starker Run. Köln fliegt leider auch raus. Boah, von denen habe ich eigentlich schon viel erwartet. Und Darmstadt fliegt halt höchstwahrscheinlich auch raus, weil die das Hinspiel schon verloren haben. Mit 4:3 im Rückspiel können sie es leider nicht drehen. Und damit ist aus Deutschland nur noch der VfL Bochum dabei. Cadiz, Empoli, Cadiz kommt weiter. Und das hier ist jetzt das letzte Spiel im Viertelfinale. Donetsk gegen Rayo Vallecano. Donetsk muss sich leider verabschieden in der Verlängerung erst. Super bitter, aber damit haben wir jetzt ein Viertelfinale. Palace gegen Cadiz, PAOK gegen Vallecano, Bochum gegen Bournemouth und Genua gegen Sheffield. Aber ich habe es hier angekündigt, die englischen Vereine, die werden hier richtig, richtig krass sein. Und wahrscheinlich kommt jetzt auch Palace gegen Cadiz weiter, aber das Hinspiel verlieren die mit 3:1. Okay, das sieht richtig gut aus für Cadiz. PAOK gegen Vallecano, Griechenland gegen Spanien, 1:0 für Spanien. Jetzt ist der letzte deutsche Vertreter dran. Und natürlich hoffe ich, dass Bochum hier gewinnt. Aber es wird sauschwer gegen Bournemouth und sie verlieren das Hinspiel mit 2:0. Hier kann es aber wieder sein, dass der englische Verein rausfliegt, denn Genua schlägt Sheffield mit 2:1. Also so krass ist die Dominanz dann scheinbar doch nicht. Es wird so sauschwer jetzt, ne? Für Bochum dieses Spiel zu drehen. Aber nichts ist unmöglich. Die gewinnen sogar mit 2:1. Aber in der 60. Minute trifft Kluivert. Und somit kommt Bochum nicht weiter. Damit sind leider alle deutschen Vereine raus. Aber immerhin setzt sich Genua gegen Sheffield durch. Also das finde ich jetzt positiv, weil ich hätte gern nicht nur englische Vereine im Halbfinale. Cadiz gegen Palace, das sieht ja auch ganz gut aus, dass die Engländer rausfliegen und tatsächlich ist es so insgesamt sogar ziemlich eindeutig. Mit 5:2 setzt sich Cadiz durch, steht im Halbfinale und jetzt steht nur noch die Entscheidung zwischen Rayo und PAOK aus. Mit PAOK halt ein weiterer spanischer Club im Halbfinale, aber PAOK dreht das Ding in der Verlängerung durch den Treffer in der 110. von Samatta. Es ist also ein richtig geiles Halbfinale. Mit PAOK gegen Cadiz und Bournemouth gegen Genua. Ein griechischer, ein spanischer, ein englischer, ein italienischer Verein. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Wer kommt ins Finale? Was wir uns wie angekündigt dann ja auch nochmal extra anschauen. Wahrscheinlich Cadiz. Bei Bournemouth und Genua weiß man es noch nicht so recht. Aber die spielen jetzt direkt nochmal gegeneinander. Unentschieden im Hinspiel. Und das Rückspiel gewinnt Bournemouth aber eindeutig mit 3:0. Damit haben wir den ersten Finalisten. Die Frage ist nur, trifft er auf Cadiz oder trifft er auf PAOK? Er trifft auf Cadiz, die sich insgesamt mit 7:5 durchsetzen. Aber das war
absolutes Spektakel da. Aber damit bleibt jetzt nur noch das Finale im Wembley Stadium. Cadiz gegen Bournemouth. Vorher schauen wir noch kurz in die Spielerstatistik rein. Da wurde Asano mittlerweile von Tyson überholt. Aber es könnten natürlich auch noch Spieler von Cadiz oder Bournemouth gewinnen. Top-Torjäger sind aktuell Norwood, Garcia und Sivkovic. Aber komm, wozu jetzt noch lange rumschwafeln? Rein ins große Finale im Wembley Stadium. Und genau so eine Cutscene wollte ich jetzt sehen. So findet dieses Turnier also sein Ende mit dieser komplett verrückten Begegnung für ein Champions League Finale. Und ich bin mal richtig gespannt, ob irgendjemand von euch auf eins von den Teams getappt hat. Natürlich die, die geschummelt haben. Das ist ja gerade auch wieder so ein verrückter Bug, ne? Aber ist fürs Spiel zum Glück egal. Also ich bin komplett neutral jetzt hier. Cadiz kommt zum ersten Mal nach vorne. Riesenchance und das 1:0 in der 13. Minute. Da lässt sich der ultimative Computer nicht zweimal bitten. Und getroffen hat Ruben Alcaraz. Das war aber tatsächlich sein erstes Tor in diesem Turnier. Da ist er schon wieder, Alcaraz. Das war tatsächlich aber erst sein erstes Tor in diesem Turnier. Cadiz kommt schon wieder nach vorne und zum Abschluss. Aber sie treffen nicht die daraus entstandene Ecke. Sie segelt rein und sie wird ausgenutzt. Cadiz nimmt Bournemouth bis hierhin auseinander. War es das wirklich schon für Bournemouth? Die werden sonst wahrscheinlich nie wieder die Chance haben, eine Champions League zu gewinnen. Abschluss vorbei. Immerhin mal eine Torchance und da ist direkt die nächste. Aber Konan, der Keeper, hält überragend. Kann er den auch halten? Nein, kann er nicht. Der Anschlusstreffer. 63. Minute, Solanke. Also hier ist noch nichts entschieden. Kann Bournemouth möglicherweise zurückkommen? Erstmal Cadiz mit Issa. Aber Neto verhindert die endgültige Entscheidung. Die 90. Minute läuft. Bournemouth muss ganz schnell nach vorne kommen. Ansonsten wird der Schiri einfach abpfeifen. Die letzte Minute. Sinisterra nochmal. Solanke, der passt zu weit nach hinten. Und damit steht es fest. Cadiz CF gewinnt die Champions League. Die Champions League der schlechtesten Vereine. Also die sind quasi abgestiegen, um sich hier für die Champions League zu qualifizieren. Und am Ende gewinnen sie den Wettbewerb sogar. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie man die Idee noch weiterspinnen könnte. Was vielleicht noch für ähnliche Videos möglich sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Und wer jetzt noch keinen Daumen da gelassen hat, deine Erinnerung hier auf der Endcard, Daumen rein. Und ansonsten gerne jetzt hier das nächste Video abchecken, beziehungsweise mein letztes Video. Das war natürlich eine Folge der Bielefeld-Karriere mit, ich weiß nicht, wie viel ich verraten soll. Es geht auf alle Fälle um den Aufstieg. Und es ist eine ganz, ganz besondere Phase im Aufstieg. Also wer das wirklich verpasst, ist selbst schuld.